Liebe Versammlung, mein Name ist Stefan Ciercovic. Ich möchte für die Piraten Europaabgeordneter werden und sage unmissverständlich, kein Fußbreit den Rechtspopulisten bei der Europawahl, weder hier in Deutschland noch auf dem Rest des europäischen Kontinents. Ich sehe es mit als unsere Aufgabe an, dem aufkommenden Nationalismus eine positive Vision eines grenzenlosen Europas entgegenzusetzen. Der menschenverachtenden und auf Angst aufgebauten Rhetorik dürfen wir unter keinen Umständen dulden oder unkommentiert lassen. Ich denke, dass wir Piraten hier besonders selbstbewusst auftreten können, denn wir sind die einzige Partei, die eine solche positive Vision wirklich anbieten kann. Wir verstehen und wissen um die Tragweite des europäischen Projekts für ein besseres Zusammenleben in Frieden und Freiheit. Unser transnationales Verständnis von Europa lässt Nationalstaaten verblassen, aber es ist kein kritisches oder naives Verständnis. Im Gegenteil. Wir können und müssen genauso die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Europa herausstellen und darauf bestehen, dass die Früchte der europäischen Integration von allen Menschen auf diesem Kontinent in gleichem Maße geerntet werden. Ich glaube, dass wir in Brüssel auch einiges mal in Frage stellen müssen. Und dazu müssen wir uns hier und heute darüber im Klaren werden, dass wir Europa tatsächlich mitgestalten. Als Sohn einer Deutschen und eines Serben, der ein geteiltes Europa weder kennt noch jemals erblicken möchte, kann ich diese Vision, dieses Verständnis glaubhaft in die Öffentlichkeit tragen. Dafür habe ich sowohl die notwendigen Sachargumente zur Hand, als auch eine persönliche Geschichte, die den Pro-Integrationsgedanken hinter unseren Forderungen auch emotional greifbar macht. Grenzenlos Europa. So kann unsere Losung, unser Wahlspruch für den Mai lauten. Das ist es, wofür wir stehen und was sich überall wiederfindet. Grenzenlos, weil wir die Mauern in den Köpfen der Menschen einreißen wollen, weil uns diese Mauern fremd sind, damit aus die anderen ein Wir entsteht. Grenzenlos, weil zu den vier Freiheiten in der EU eben nicht nur die des Kapitals, sondern auch die Freizügigkeit der Person und der Arbeit zählt und zum Glück seit 1. Januar auch für Rumänien und Bulgarien. Und wir werden dafür kämpfen, dass ihnen dieses Recht auch ohne das Abgeben eines Fingerabdrucks weiterhin zuteil wird. Grenzenlos, zuletzt auch, weil die menschenrechtlichen Verpflichtungen eines Europas der Menschenrechte nicht im Mittelmeer enden. Wir haben die Pflicht, die ständige Katastrophe in der Flüchtlings- und Asylpolitik jetzt zu beenden. Und auf meinem Blog habe ich mich dazu bereits ausführlich geäußert. Nun, ein Ausschuss für ein umfassend grenzenloses Europa, das bietet das Parlament in Brüssel und Straßburg natürlich nicht. Meine politischen Schwerpunkte sehe ich in der Außen- und Handelspolitik Europas. Wie einige von euch bereits wissen dürften, engagiere ich mich nicht nur bei den Piraten, sondern auch in der Konfliktforschung. Seit letztem Jahr bin ich Vorstandsmitglied im Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Und wenn wir Konflikte erfassen, dann zählen wir nicht einfach Opferzahlen zusammen, wie das, manche mögen das überraschend finden, immer noch gang und gäbe ist. Wir erfassen auch Handlungen unterhalb der Gewaltschwelle und auf substaatlicher Ebene. Außerdem stufen wir nach verschiedenen Intensitäten ab und folgen damit nicht dem üblichen Lichtschalterprinzip Krieg ja, Krieg nein. So gehen weniger Informationen verloren und das erlaubt es letztlich auch, einen präzisen, grenzüberschreitenden Blick auf Konfliktdynamiken werfen zu können. Warum erzähle ich das? Weil es sehr viel damit zu tun hat, wie ich Probleme verstehe und an sie herangehe. Es sind gerade diese Fertigkeiten und Kenntnisse, die ich als Abgeordneter in das Europäische Parlament einbringen will. Statt auf Krisen nur zu reagieren, wenn sie akut sind, das heißt eigentlich, wenn über sie berichtet wird, muss Europa sein globales Umfeld dynamisch verstehen und kontinuierlich betrachten. Und ich glaube, dass eine Emanzipation der europäischen Außenpolitik nur dann möglich ist, wenn sich diese Denk- und Arbeitsweise auch in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten einbürgert. Als Konfliktforscher weiß ich auch,
dass Waffen und Munition Bürgerkriege nicht ausbremsen oder gar beenden. Sie intensivieren sie. Der weitgehend unkontrollierte Handel mit Rüstungsgütern folgt leider immer noch der Ratio des wirtschaftlichen Gewinns und wird ohne jedes politische Gewissen in Europa sogar staatlich gefördert. Daran hat auch der letzten März verabschiedete Arms Trade Treaty nichts geändert. Zu lax sind die Bestimmungen und Lobbyinteressen, und zwar sowohl von Staaten als auch von Unternehmen, haben sich durchgesetzt. Aber wie bei allen völkerrechtlichen Verträgen kommt es auf die Unterzeichnenden an, welches Verständnis der Klauseln sich etabliert. Und genau hier, bei der Umsetzung dieser geduldigen Worte, versagt Europa im Moment. Und es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass solange die EU an ihrem erklärten Ziel festhält, die heimische Rüstungsindustrie zu fördern, keine effektive Rüstungsexportkontrolle möglich ist. Das möchte ich im Ausschuss für internationalen Handel im Europaparlament ändern. Im selben Ausschuss wird natürlich auch behandelt, wenn die größte Handelsmacht der Welt mit den USA über ein Freihandelsabkommen berät. Hier berührt die dröge Handelspolitik den Kern vieler unserer Interessen. Dass hier das Europaparlament und nicht die nationalen Parlamente die Ratifizierung vorzunehmen haben, möchte ich gezielt als politisches Druckmittel nutzen. Als politisches Druckmittel in Verhandlungen, in denen Zivilgesellschaft und Parlament vor verschlossenen Türen stehen. Ich werde keinem TTIP zustimmen, welches schwammig bleibt beim Schutz der europäischen Verbrauchenden vor grüner Gentechnik, welches ein modernes Urheberrecht noch vor seiner Empfängnis beerdigt. Und ich werde auch keinem TTIP zustimmen, welches Konzernen die Möglichkeit gibt, mit einem privilegierten Klagerecht sich über Staaten zu stellen. Das ist absurd, liebe Versammlung. Und es zeigt zugleich, wie sehr die technokratische Handelspolitik mit unseren Grundfesten, mit unserer Demokratie zu tun hat. Als kleine Gruppe, und ich glaube, das sieht man an diesem Abkommen besonders gut, als kleine Gruppe werden wir unsere zukünftigen Kollegen nur mit unbestechlichen Sachargumenten und einem Wissensvorsprung in entscheidenden Details auf unsere Seite ziehen können. Meinung allein wird es nicht richten. Entscheidend wird auch sein, zu verstehen, wie Kommission, die beiden Räte, das Parlament und die anderen europäischen Akteure in Brüssel zusammenwirken, um Hebel zu finden, wie wir unsere Projekte, unsere Inhalte transportieren und erfolgreich verabschiedet bekommen. Ein gutes, aber kritisches Gespür für die Funktionsweise der Brüsseler Politik und Sachkenntnis. Das werden unsere primären Werkzeuge im Parlamentsbetrieb sein. Und die bringe ich für die Handels- und Außenpolitik mit. Heute werbe ich als Teamplayer um euer Vertrauen für einen aussichtsreichen Listenplatz. Ich glaube nicht, dass meine Fähigkeiten und Eigenschaften alles sind, was wir im Europaparlament und für die Europawahl, für den Wahlkampf brauchen werden. Aber ich bringe viel davon mit. Klare Vorstellungen, wie ich den Wahlkampf und mein Mandat führen möchte, sowie eine europäische Biografie und viel politische und vor allem sachpolitische Erfahrung. Als Forscher, als langjähriges AG-Mitglied, als ehemaliger Bundestagskandidat und aktuell auch als Abgeordneter im Studierendenrat Heidelberg, wo wir bei der Wahl im November satte 6,7% erreicht haben. Und abschließend möchte ich deshalb sagen, und das hängt auch mit diesen ermutigenden 6,7% zusammen, dass nach all den politischen Nachrufen zum Abschluss des alten Jahres der heutige Tag unser großer Wendepunkt ist. Wir sind wieder da. Mein Name ist Stefan Ciercovic. Ich hatte genug Zeit zur Vorstellung und ich danke ganz, ganz herzlich. Herzlichen Dank. Damit ist die erste Standardfrage schon beantwortet. Nun die Abstimmung über die Frage, soll der Kandidat in der Fragerunde befragt werden? Wer ist für bzw. gegen die Befragung von Stefan Ciercovic? Das ist ganz eindeutig dafür. Damit wird Stefan Ciercovic befragt. Es erfolgt der zweite Aufruf für den Kandidaten Frank Giebel.
darum bitten, sich auch jetzt langsam schon hier vorne einzufinden, damit wir zügig weitermachen können. Die Liste ist, wie gesagt, seit über 5 Stunden projiziert. Hier jetzt also der zweite Aufruf für Stefan Türkowitsch, der schon am Pult steht. Und der erste Aufruf für Frank Giebel. Erster Aufruf für Frank Giebel. Dann, Stefan, bist du bereit? Ja. Dann erteile ich dir das Wort, bitte sehr. Liebe Versammlung, mein Name ist Stefan Türkowitsch. Ich möchte für die Piraten Europaabgeordneter werden und sage unmissverständlich, kein Fußbreit den Rechtspopulisten bei der Europawahl. Weder hier in Deutschland noch auf dem Rest des europäischen Kontinents. Ich sehe es mit als unsere Aufgabe an, dem aufkommenden Nationalismus eine positive Vision eines grenzenlosen Europas entgegenzusetzen. Der menschenverachtenden und auf Angst aufgebauten Rhetorik dürfen wir unter keinen Umständen dulden oder unkommentiert lassen. Ich denke, dass wir Piraten hier besonders selbstbewusst auftreten können, denn wir sind die einzige Partei, die eine solche positive Vision wirklich anbieten kann. Wir verstehen und wissen um die Tragweite des europäischen Projekts für ein besseres Zusammenleben in Frieden und Freiheit. Unser transnationales Verständnis von Europa lässt Nationalstaaten verblassen, aber es ist kein kritisches oder naives Verständnis. Im Gegenteil. Wir können und müssen genauso die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Europa herausstellen und darauf bestehen, dass die Früchte der europäischen Integration von allen Menschen auf diesem Kontinent in gleichem Maße geerntet werden. Ich glaube, dass wir in Brüssel auch einiges mal in Frage stellen müssen. Und dazu müssen wir uns hier und heute darüber im Klaren werden, dass wir Europa tatsächlich mitgestalten. Als Sohn einer Deutschen und eines Serben, der ein geteiltes Europa weder kennt noch jemals erblicken möchte, kann ich diese Vision, dieses Verständnis glaubhaft in die Öffentlichkeit tragen. Dafür habe ich sowohl die notwendigen Sachargumente zur Hand, als auch eine persönliche Geschichte, die den Pro-Integrationsgedanken hinter unseren Forderungen auch emotional greifbar macht. Grenzenlos Europa. So kann unsere Losung, unser Wahlspruch für den Mai lauten. Das ist es, wofür wir stehen und was sich überall wiederfindet. Grenzenlos, weil wir die Mauern in den Köpfen der Menschen einreißen wollen, weil uns diese Mauern fremd sind, damit aus die anderen ein Wir entsteht. Grenzenlos, weil zu den 4 Freiheiten in der EU eben nicht nur die des Kapitals, sondern auch die Freizügigkeit der Person und der Arbeit zählt. Und zum Glück seit 1. Januar auch für Rumänien und Bulgarien. Und wir werden dafür kämpfen, dass ihnen dieses Recht auch ohne das Abgeben eines Fingerabdrucks weiterhin zuteil wird. Grenzenlos, zuletzt auch, weil die menschenrechtlichen Verpflichtungen eines Europas der Menschenrechte nicht im Mittelmeer enden. Wir haben die Pflicht, die ständige Katastrophe in der Flüchtlings- und Asylpolitik jetzt zu beenden. Und auf meinem Blog habe ich mich dazu bereits ausführlich geäußert. Nun, ein Ausschuss für ein umfassend grenzenloses Europa, das bietet das Parlament in Brüssel und Straßburg natürlich nicht. Meine politischen Schwerpunkte sehe ich in der Außen- und Handelspolitik Europas. Wie einige von euch bereits wissen dürften, engagiere ich mich nicht nur bei den Piraten, sondern auch in der Konfliktforschung. Seit letztem Jahr bin ich Vorstandsmitglied im Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Und wenn wir Konflikte erfassen, dann zählen wir nicht einfach Opferzahlen zusammen, wie das, manche mögen das überraschend finden, immer noch gang und gäbe ist. Wir erfassen auch Handlungen unterhalb der Gewaltschwelle und auf substaatlicher Ebene. Außerdem stufen wir nach verschiedenen Intensitäten ab und folgen damit nicht dem üblichen Lichtschalterprinzip Krieg ja, Krieg nein. So gehen weniger Informationen verloren und das erlaubt es letztlich auch, einen präzisen, grenzüberschreitenden Blick auf Konfliktdynamiken werfen zu können. Warum erzähle ich das? Weil es sehr viel damit zu tun hat, wie ich Probleme verstehe und an sie herangehe. Es sind gerade diese Fertigkeiten und Kenntnisse, die ich als Abgeordneter in das Europäische Parlament einbringen will.
statt auf Krisen nur zu reagieren, wenn sie akut sind, das heißt eigentlich, wenn über sie berichtet wird, muss Europa sein globales Umfeld dynamisch verstehen und kontinuierlich betrachten. Und ich glaube, dass eine Emanzipation der europäischen Außenpolitik nur dann möglich ist, wenn sich diese Denk- und Arbeitsweise auch in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten einbürgert. Als Konfliktforscher weiß ich auch, dass Waffen und Munition Bürgerkriege nicht ausbremsen oder gar beenden. Sie intensivieren sie. Der weitgehend unkontrollierte Handel mit Rüstungsgütern folgt leider immer noch der Ratio des wirtschaftlichen Gewinns und wird ohne jedes politische Gewissen in Europa sogar staatlich gefördert. Daran hat auch der letzten März verabschiedete Arms Trade Treaty nichts geändert. Zu lax sind die Bestimmungen und Lobbyinteressen, und zwar sowohl von Staaten als auch von Unternehmen, haben sich durchgesetzt. Aber wie bei allen völkerrechtlichen Verträgen kommt es auf die Unterzeichnenden an, welches Verständnis der Klauseln sich etabliert. Und genau hier, bei der Umsetzung dieser geduldigen Worte, versagt Europa im Moment. Und es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass solange die EU an ihrem erklärten Ziel festhält, die heimische Rüstungsindustrie zu fördern, keine effektive Rüstungsexportkontrolle möglich ist. Das möchte ich im Ausschuss für internationalen Handel im Europaparlament ändern. Im selben Ausschuss wird natürlich auch behandelt, wenn die größte Handelsmacht der Welt mit den USA über ein Freihandelsabkommen berät. Hier berührt die dröge Handelspolitik den Kern vieler unserer Interessen. Dass hier das Europaparlament und nicht die nationalen Parlamente die Ratifizierung vorzunehmen haben, möchte ich gezielt als politisches Druckmittel nutzen. Als politisches Druckmittel in Verhandlungen, in denen Zivilgesellschaft und Parlament vor verschlossenen Türen stehen. Ich werde keinem TTIP zustimmen, welches schwammig bleibt beim Schutz der europäischen Verbrauchenden vor grüner Gentechnik, welches ein modernes Urheberrecht noch vor seiner Empfängnis beerdigt. Und ich werde auch keinem TTIP zustimmen, welches Konzernen die Möglichkeit gibt, mit einem privilegierten Klagerecht sich über Staaten zu stellen. Das ist absurd, liebe Versammlung. Und es zeigt zugleich, wie sehr die technokratische Handelspolitik mit unseren Grundfesten, mit unserer Demokratie zu tun hat. Als kleine Gruppe, und ich glaube, das sieht man an diesem Abkommen besonders gut, als kleine Gruppe werden wir unsere zukünftigen Kollegen nur mit unbestechlichen Sachargumenten und einem Wissensvorsprung in entscheidenden Details auf unsere Seite ziehen können. Meinung allein wird es nicht richten. Entscheidend wird auch sein, zu verstehen, wie Kommission, die beiden Räte, das Parlament und die anderen europäischen Akteure in Brüssel zusammenwirken, um Hebel zu finden, wie wir unsere Projekte, unsere Inhalte transportieren und erfolgreich verabschiedet bekommen. Ein gutes, aber kritisches Gespür für die Funktionsweise der Brüsseler Politik und Sachkenntnis. Das werden unsere primären Werkzeuge im Parlamentsbetrieb sein. Und die bringe ich für die Handels- und Außenpolitik mit. Heute werbe ich als Teamplayer um euer Vertrauen für einen aussichtsreichen Listenplatz. Ich glaube nicht, dass meine Fähigkeiten und Eigenschaften alles sind, was wir im Europaparlament und für die Europawahl, für den Wahlkampf brauchen werden. Aber ich bringe viel davon mit. Klare Vorstellungen, wie ich den Wahlkampf und mein Mandat führen möchte, sowie eine europäische Biografie und viel politische und vor allem sachpolitische Erfahrung. Als Forscher, als langjähriges AG-Mitglied, als ehemaliger Bundestagskandidat und aktuell auch als Abgeordneter im Studierendenrat Heidelberg, wo wir bei der Wahl im November satte 6,7% erreicht haben. Und abschließend möchte ich deshalb sagen, und das hängt auch mit diesen ermutigenden 6,7% zusammen, dass nach all den politischen Nachrufen zum Abschluss des alten Jahres der heutige Tag unser großer Wendepunkt ist. Wir sind wieder da. Mein Name ist Stefan Ćirković, ich hatte genug Zeit zur Vorstellung und ich danke ganz, ganz herzlich. Mhm.